Hallo, meine lieben Freunde der gesunden Haar- und Körperpflege. Heute soll es um ein neues Lockhartz-Produkt gehen, das jetzt rausgekommen ist, nämlich das Clay Spray Ace of Swords. Steve Lockhart hat das in Kombination mit Modern Man TV, aka Mike Smith, der ein amerikanischer YouTuber ist, herausgebracht. Und es ist als, ja, ich sag mal, Pre-Styler angekündigt worden. So, jetzt kommen wir aber auch gleich auch zu den Charakteristiken. Nämlich, dass nämlich dieses, ja, wie soll man sagen, das Blue Lagoon war als Texture Tonic angekündigt, aber das hier war jetzt eben auch als Pre-Styler oder Texture Tonic angekündigt, auch eine eigene Haltkategorie, nämlich hier hinten drauf hat, nämlich 4 von 5. Und das kann ich euch gleich vorab sagen, das stimmt nicht. Also das ist eine 2 von 5, wenn man es als Einzel-, also oder als alleinstehendes Produkt nimmt. Jetzt kann man sagen, das ist, wie soll ich sagen, eher auch als Pre-Styler nicht dazu gedacht. Allerdings hat dieses Produkt nicht nur einen sehr großen Kreativitätsbonus bei mir, weil ich finde, also Punkt 1 ist es mal das erste Clay Spray auf dem ganzen Markt, was ich schon mal sehr kreativ finde. Es ist, wie man natürlich auch hier in der Flasche sieht, wasserlöslich. Das heißt, Auswaschbarkeit ist hierbei kein Problem. Das nächste ist aber ganz, ganz wichtig, Freunde. Ich weiß nicht, ob man es hier jetzt sieht. Man kann es ein bisschen sehen. Man muss es mindestens 10 Sekunden schütteln, bevor man es überhaupt benutzt, damit sich der Clay schön brav drin verteilt. Weil das Sediment hier unten, das ist ein bisschen hartnäckiger. Ist halt der Clay. So, aber das nur vorab. Also wie gesagt, als alleinstehendes Produkt, der halt 4 von 5, nein. Als Pre-Styler, und da habe ich heute wirklich einiges probiert, muss ich sagen, hat es an Kreativität und ich muss ganz ehrlich sagen, so an Eigenschaften recht viel geboten, was mich überrascht hat. Man braucht einen Föhn. Das ja. Es ist auch hinten angegeben mit Volume und Texture 4 von 5. Das würde ich sagen, das kann ich bestätigen. Das steht dem nicht nach. Aber dieses, ja, dieser Pre-Styler hat vor allem ein paar Effekte, die wirklich cool sind. Und davon insgesamt 3. Der erste ist, wenn man es als Pre-Styler hat und als Post-Styler eine öl- und wachsbasierte Pomade nimmt, hat man 2 coole Features. Also Punkt 1, was einem sofort auffällt, der Glanz der öl- und wachsbasierten Pomade wird deutlich matter, wenn man das vorher benutzt hat. Das fand ich sehr interessant, das hätte ich mir eigentlich gar nicht so gedacht, aber es ist tatsächlich so. Also die Pomade hat längst nicht den Glanz, den sie vorher hatte, wenn man das ja als Pre-Styler genutzt hat. Das zweite ist, es erhöht, wenn man eine öl- und wachsbasierte Pomade als Post-Styler genommen hat, die Auswaschbarkeit bzw. die Einfachheit des Auswaschens. Ich habe da ja, wie gesagt, per se eigentlich kein Problem mit. Es gibt aber Leute, wo ich sagen kann, die haben eins oder das ist für die ein Gegenargument, eine öl-wachsbasierte Pomade zu nehmen. Ich muss aber sagen, was mir persönlich aufgefallen ist, ist viel mir unfassbar leicht, die Pomade nachher auszuwaschen, wenn ich das hier vorher benutzt hatte. Und das dritte wirklich extrem coole Feature von dem Ding ist der Duft. Das ist nämlich ein CK1 eigentlich Duft, den dieses Ding hat. Riecht richtig super, wirklich toll. Und ja, ist auch nicht aufdringlich, aber, sondern hat eigentlich, ich muss sagen, wirklich einen guten Tonus, der sozusagen sich einfach da verströmt. Finde ich persönlich eigentlich cool. Würde ich es empfehlen? Nein, weil ich benutze keinen Pre-Styler. Ich habe den Anspruch, ein Haarprodukt und dann geht's los und dann muss das halten. Und das muss gesund sein und nach Möglichkeit viele gesunde Inhaltsstoffe benutzen. Das hat dieser Pre-Styler, die Ace of Swords, hat es nicht. Also es hat ein bisschen Chemie drinnen, ja. Ich würde sagen, ja, es ist tolerabel. Es ist jetzt nicht überbordend. Aber für mich wird es ein Produkt für den Barbiertag. Ich könnte euch jetzt noch dazu sagen, und das wollte ich eigentlich auch nicht verheimlichen, die Leute, die den Pre-Styler nehmen, dieses Produkt würde ich definitiv sagen, schlägt dieses Blue Lagoon. Das schon. Das ist hier super kreativ und es riecht auch geiler. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich es besser. Ja. Und wie gesagt, diese Features, die ich eben gerade aufgezählt habe, die hat das Blue Lagoon ganz einfach nicht. Natürlich auch im Rahmen seines Kerndesigns, ja. Aber das ist ein wirklich super kreatives Produkt. Für Leute, die einen Pre-Styler benutzen, ist das ein Pflichtkauf. Sage ich auch ganz ehrlich. Für Leute, die nicht, nein, man braucht es nicht. Wie gesagt, mich hat es aus persönlichem Interesse fasziniert. Ich finde es trotzdem an allem am Ende ein super kreatives Produkt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, wie soll ich sagen, Informationen wieder zugänglich machen und euch vielleicht einen Vorabblick hierfür geben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.